Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute habe ich ein spezielles Thema parat und zwar, wie ich zum Wrestling gekommen bin, die Geschichte dahinter, also die Anfänge, was ich so alles geguckt habe, wie es einfach weitergehen und so weiter und so fort, möchte ich hier alles in diesem Video erzählen, deshalb wird das Video auch ein bisschen lang sein, würde ich mal sagen. Aber hier werde ich mich einfach mal ein bisschen ausführlicher zu diesem Thema äußern, weil ich das hin und wieder in den Kommentaren mal gefragt wurde, wie bist du zum Wrestling gekommen, was ist die Geschichte dahinter, seit wann guckst du es und so weiter und so fort, wurde ich hin und wieder mal gefragt und ich dachte mir einfach, in diesem Video erzähle ich es einfach, was die Geschichte dahinter ist. Ihr könnt natürlich gerne eure Geschichte gerne in die Kommentare schreiben oder ein Video dazu machen, wie ihr es gerne möchtet. Würde mich mal interessieren, wie eure Geschichte ist, weil das ist so ein Thema, wo es verschiedene Ursprünge gibt. Also ich denke mal, so wie ich zum Wrestling gekommen ist, ist nicht jeder dazu gekommen. Jeder ist auf eine verschiedene Art zum Wrestling gekommen. Und natürlich könnt ihr gerne eure Geschichte gerne in die Kommentare schreiben. Und ich erzähle jetzt quasi meine Geschichte dazu. Ich möchte noch dazu noch eine Anmerkung sagen, dass ich dieses Datum, also der 24.03.2016, ein gewähltes Datum von mir ist. Also es ist ein spezielles Datum, was ich mir ausgewählt habe. Also jetzt nicht 2016, aber der 24.03. habe ich mir speziell ausgesucht. Die mich besser kennen, wissen auch, warum ich das ausgesucht habe. Aber das werdet ihr auch im Video ein bisschen mehr erfahren. Aber ich würde mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß und ich erzähle nun meine Geschichte, wie ich zum Wrestling gekommen bin. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, angefangen hat es im Jahr 2007 nach WrestleMania 23, kann man sagen. Und zwar, da war ich 10 Jahre alt. Und da habe ich zum ersten Mal Wrestling mitbekommen, beziehungsweise die WWE, weil im damaligen Zeitpunkt, beziehungsweise für Deutschland, war ja einfach Wrestling so eher WWE. Natürlich gab es die ganzen Indie-Ligen schon, aber eher war so die WWE so groß im Mittelpunkt, kann man sagen. Beziehungsweise es wurde viel über die WWE geredet. Und da wurde ich zum ersten Mal quasi mit Wrestling konfrontiert. Und ja, da hat sich mein Vater Wrestling angeschaut, meine Freunde haben Wrestling angeschaut, obwohl man sagen muss, Wrestling ist ja ab 16. Zumindest heißt es ja immer, dass WWE ab 16 ist und so weiter und so fort. Da will ich mich jetzt nicht äußern zu dieser Geschichte, sondern einfach nur, wie ich dazu jetzt gekommen bin. Ja, es war einfach großer Trend und ich muss sagen, mich hat es damals nicht so gepackt. Ich habe einfach nur gehört, was ist das Wrestling? Dass es halt, ja, halt ein Teil der Unterhaltung ist und so weiter und so fort. Dass es halt ein Sport ist, wurde mir alles gesagt und so weiter und so fort. Mich hat es ehrlich gesagt nicht gecatcht, also mich hat es nicht interessiert. Ich habe mal ab und zu mal mit reingeschaut, aber ich habe die Story natürlich nicht verstanden und so weiter und so fort. Überleg mal, ich bin 10 Jahre alt, da versteht man nicht direkt so viel vom Wrestling, wie jetzt zum Beispiel jetzt mit 19. Ich habe da so ein bisschen zugehört, aber mich hat es überhaupt nicht gecatcht. Ich habe dann halt zugehört, was so meine Freunde darüber geredet haben, aber ich konnte dazu nichts sagen. Mich hat es auch nicht interessiert, ich habe es auch teilweise vergessen, was die gesagt haben, weil mich das einfach so wenig interessiert. Und natürlich kann ich mir schon denken, was darüber erzählt wurde, weil ich jetzt schon weiß, wie zum Beispiel 2007, was war nach WrestleMania 23, die Fehde Batista, Undertaker. Und ich breche ja nur auf SmackDown an, weil damals ja halt eher über SmackDown gesprochen wurde, auf DSF damals noch. Und Raw war ja eher nicht so das Thema, weil Raw halt eher auf Premiere lief, beziehungsweise jetzt noch jetzt Sky, kann man sagen, beziehungsweise jetzt läuft er auf Tele5, weiß man ja alles. Und damals war ja auch noch Premiere, Sky so um den Dreh. Da haben es aber nicht so viele, weil viele hatten kein Premiere oder Sky gehabt. Und von daher war es da auch irrelevant, was da bei Raw passiert ist, zu dem Zeitpunkt, kann man ja sagen. Aber eher bei SmackDown wurde sehr, sehr viel erzählt und mich hat es, wie gesagt, nicht gecatcht. Dann vergingen Monate, es war weiterhin noch präsentes Thema, kann man sagen, im Jahr 2007. Im Jahr 2008 war es nicht mehr so präsent, das Thema, aber es wurde ab und zu mal schon mal über Wrestling geredet, aber da habe ich mich mehr rausgehalten. Also ich habe jetzt nicht immer zugehört, was da passiert ist, weil, wie gesagt, es hat mich nicht gecatcht. Nur ist es was passiert, was ich als Rätsel finde bis heute noch, warum das eigentlich so passiert ist. Und zwar ist mir ein Name in den Kopf geblieben im Jahr 2008, so ungefähr, ja, nach WrestleMania 24 kann man sagen. Und zwar ist mir der Name Undertaker in den Kopf geblieben. Und deshalb habe ich auch dieses Datum heute ausgesucht. Und zwar wird der Undertaker heute 51 Jahre alt. Und da dachte ich mir, dieses Datum nehme ich einfach mal, um über dieses Thema zu sprechen. Und zwar, wie gesagt, Undertaker. Der Name ist mir im Kopf geblieben. Viele kennen ja diesen Mythos, dass man das Wrestling nicht unbedingt kennt, aber den Namen Undertaker. Und das war bei mir zum Beispiel der Fall, da ich den Namen kannte, aber ich wusste nicht woher. Welcher Zusammenhang? Woher kommt dieser Name? Wer ist das überhaupt? Und jetzt könnten manche jetzt sagen, ja, hättest du ja googeln können.
Im Jahr 2008 war es ein bisschen anders, kann man sagen. Da war ich ja in der fünften Klasse. Ja, fünfte Klasse, doch. Da war ich in der fünften Klasse. Und da hatte ich jetzt nicht so ein Smartphone wie heute, wo ich schnell googeln könnte. Oder ich hatte jetzt nicht so ein Gaming-PC. Wir hatten damals einen PC gehabt. Also halt einen PC für die Familie halt. Aber da habe ich jetzt nicht wirklich danach gesucht. Da war ich jetzt auch nicht so aktiv. Da war ich jetzt auch nicht so im Internet drin. Da habe ich eher gezockt oder war halt mit Freunden unterwegs, kann man sagen. Oder hatte auch nur ein Handy, was ich zum Telefonieren hatte. Sonst nichts eigentlich. Deshalb konnte ich auch nicht googeln. Deswegen wusste ich auch jetzt nicht, wie. Ah, wer ist das überhaupt? Was ist das? Und so weiter und so fort. Und dann hatte ich an einem Samstag Langeweile. Ich weiß nicht, welches Datum es ist. Ich kann sagen, welche Ausgabe es war. Und zwar war es am 25. Juli 2008. Da aber die Ausgaben bei DSF ein bisschen später liefen, ist das Datum natürlich nicht ganz richtig. Es lief auf jeden Fall an einem Samstag. Ich weiß nicht, ob es kurz vorm SummerSlam oder nach dem SummerSlam, weil es ja relativ verzögert ausgestrahlt wurde. Aber ich sage jetzt einfach mal, die SmackDown-Ausgabe vom 25. Juli 2008 habe ich zufällig reingeschaltet, kann man sagen. Ich hatte einfach Langeweile, habe geguckt, oh, was für ein interessantes Programm kommt jetzt. Und dann habe ich einfach DSF mir einfach mal angeguckt, was ist das? Und dann, ach, Wrestling. Das Thema, was ja oft angesprochen wurde. Habe ich mir gedacht, komm, guckst du es nochmal an. Habe mir es dann ein bisschen angehört und dann war ich direkt in dem Segment drin, wo ja die Storyline war ja so, dass Edge und Vicky Guerrero zusammen waren. Sie am Heiraten waren, aber Edge mit Alicia Fox betrogen hat und Vicky Guerrero darüber sauer war. Und dann gab es dieses Segment zwischen den beiden, wo Edge um Vergebung gab, nee, um Vergebung bat, schwierig auszusprechen, irgendwie, egal. Auf jeden Fall dann hat Vicky gesagt, ich vergebe dir, aber bestrafen tut sie ihn trotzdem. Und zwar hat sie ein Ereignis gemacht, was die Fans natürlich gefreut hat und wo es bei mir diesen Klick gab, ach, daher kenne ich ihn. Und zwar hat er gesagt, oder hat sie gesagt, dass der Undertaker wieder eingestellt wird. Und zwar war die Storyline da so: Es gab ja bei One Night Stand das Match um den World Heavyweight Title, einem TLC-Match, übrigens geiles Match, wo ja die Bedingung war, wenn der Undertaker verliert, muss er die WWE verlassen. Natürlich Storyline-mäßig ist ja halt passiert. Undertaker hat verloren, hat diesen kranken Spot eingesteckt, wo er durch vier Tische geflogen ist. Im Alter von 44 Jahren steckt er so einen Spot ein, obwohl er schon fast kaputt ist, der Mann. Respekt auf jeden Fall. Ist dann halt quasi rausgeschrieben und dann dadurch halt durch den Stoller mit Edge und Vicky Guerrero halt wieder eingestellt worden. Und da dachte ich mir so, ah, daher kenne ich ihn. Und dann habe ich die Promo mir ein bisschen weiter angehört, obwohl ich sagen muss, als ich da die Promo zum ersten Mal gehört habe, ich habe kein Wort verstanden. Ich wusste nichts. Ich wusste halt, der Undertaker kommt zurück und das ist bei einem SummerSlam, was ich auch nicht wusste, was es war. Also ich habe, was ist ein SummerSlam? Ist das irgendwie, keine Ahnung, ein Spiel oder so? Oder ist es ein. Also, Pay-Per-View hatte ich halt damals keine Ahnung gehabt, muss man einfach so sagen. Und ja, und dann habe ich gehört, Hell in a Cell Match. Und dachte ich mir so, oh, Match. Okay, ich wusste, was ein Match war. Und Hell in a Cell, dachte ich mir so, was ist das überhaupt? Hatte ich auch keine Ahnung gehabt. Dachte ich, okay, hört sich richtig geil an. Dachte ich mir so, okay, komm, guck's dir weiter. Und dann habe ich mal geguckt, okay, wann läuft immer so SmackDown? Und dann habe ich es mal geguckt. Und ich muss sagen, ich habe die Storylines, was da zwischendurch die komplett ignoriert. Ich habe nur mehr geguckt, was mit dem Undertaker passiert, weil ich da den Namen wusste und mich einfach der Typ so interessiert hat, der Undertaker, und einfach gedacht, wann sehe ich denn mal wieder, wie sieht der aus und so weiter. Da hatte ich keine Ahnung gehabt. Und dann wurde die Story halt weiter aufgebaut zum SummerSlam und da war so die Entscheidung, kann man sagen. Also der SummerSlam 2008, mit 11 Jahren dachte ich mir so, okay, wenn mich das catcht, würde ich das Wrestling weiter verfolgen? Würde ich dann auch die anderen Sachen mir angucken? Weil das so ein Match war, okay, wo ich denke, okay, entweder catcht es mich oder catcht es mich nicht. Das ist ja so ähnlich für diejenigen, die noch nie Wrestling gehört haben, können sich dann ein Match aussuchen oder ein Match angucken und können dann sehen, okay, catcht ihm das, catcht ihn das nicht. Und dann, obwohl ich mir dachte, okay, entweder es catcht mich das oder es catcht mich nicht. Und dann habe ich mir das Match angeguckt beim SummerSlam und habe mich umgehauen. Also, ich war so geflasht von diesem Match. Ich fand das so geil, das Match. Ist für mich ein Five-Star-Match. Das meine ich ernst. Ist für mich ein Five-Star-Match. Für mich auch das beste Hell in a Cell-Match aller Zeiten. Weil die Storyline so gut war und das Match auch so geil war. Und da hat mich das wirklich gecatcht. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich verfolge es weiter. Ich gucke mir die Sachen weiterhin an. Konnte dann auch letztendlich über Wrestling sprechen mit meinen Freunden teilweise, die sich auch gewundert haben: Hä? Du guckst Wrestling? Ja.
Und dann habe ich gesagt, was hast du dir alles angeguckt? Nur den Undertaker-Teil, sonst nichts, weil mich nur der Undertaker interessiert hat. Und so weiter und fort. Und da mussten meine Freunde auch teilweise schmunzeln. Dann haben die mich teilweise ein bisschen aufgeklärt, was davor passiert ist und so weiter und so fort. War ich dann auch ein bisschen informiert. Und so war eigentlich der Anfang meiner Wrestling-Geschichte. Ein bisschen intensiver darüber geredet. Aber ich finde mal ganz interessant, darüber mal einfach zu sprechen. Und irgendwie kommen mir auch in dem Moment auch ein bisschen Erinnerungen hoch. Ich mir denke, ach, so ist es passiert. Das waren noch Zeiten. Auf jeden Fall schön. So war der Anfang eigentlich, wie ich zum Wrestling gekommen bin. Und seit dem SummerSlam 2008 habe ich dann wirklich angefangen, das Wrestling zu verfolgen. Oder wo ich sagen kann, ich bin Wrestling-Fan, Schrägstrich WWE-Fan geworden. Ja, dann habe ich weiterhin SmackDown geguckt. Ebenfalls jede Woche auf Sport 1, bis damals noch DSF, kann man sagen. Habe es immer wieder angeguckt. Hab mich immer interessiert, hab mir auch immer gefreut drauf, immer das anzuschauen. Obwohl ich sagen muss, damals habe ich nicht so viel vom Wrestling verstanden. Also, da habe ich einfach geguckt und dachte mir, oh, geil. Ah, so, so und so. Heute würde ich, wenn ich das mir nochmal anschauen würde, vielleicht ein bisschen anders bewerten, natürlich, ganz klar. Weil ich halt Wrestling aus einer anderen Sicht sehe, wie jetzt damals. Kann man einfach sagen, damals war ich einfach ein Mark. Weil jeder, der mit Wrestling anfängt, ist einfach erst ein Mark und wird dann vielleicht anders oder bleibt für immer ein Mark. Das ist ja jedermanns gleich. Deswegen kritisiere ich nicht direkt einen Mark irgendwie, sondern direkt, weil jeder ist es mal so. Jeder fängt so an. Und das ist ganz normal, kann man sagen. Und habe ich es weiterhin verfolgt. Und jetzt wahrscheinlich die Frage, wie es zu Raw kam. Das ist auch im gleichen Jahr passiert, also im Jahr 2008. Und zwar habe ich dann irgendwann auch, wusste ich auch irgendwann den Namen Batista. Und Batista war zu dem Zeitpunkt bei Raw. Und ja, auch dieser Name ist ein bisschen präsent geblieben. Teilweise, weil, beziehungsweise der Name ist deswegen mir präsent geblieben, weil bei SmackDown immer Werbung kam, der Wrestler ist da und der Wrestler ist da und der Wrestler ist da und so weiter und so fort, halt so viele Wrestler, also Batista, Rey Mysterio, Randy Orton, John Cena, die ganzen Wrestler wurden aufgezählt und bei SmackDown waren ja auch Leute wie ein Triple H, Jeff Hardy, Wladimir Kozlov, ja gut, Edge, Undertaker, Great Khali, halt die ganzen Stars bei SmackDown. Great Khali ist für mich jetzt kein Star gewesen, aber egal. Die hatten ja ein Match beim SummerSlam gehabt, da die Story hat mich auch nicht interessiert. Kann man sagen, die habe ich erst im Nachhinein gesehen, dachte ich mir so, oh Gott, ey, das war ja mal eine scheiß Storyline. Aber nun gut. Auf jeden Fall, da habe ich dann erstmal mit Raw gehört, dachte ich mir, was ist Raw überhaupt? Das war eine andere Show, dachte ich mir, okay, wie kann man das jetzt hier bei der, so im Free-TV gucken? Habe ich gesehen, dass es keine Möglichkeit gibt. Dann habe ich mal ab und zu mal so im Internet, dann hatte ich dann irgendwann mal auch einen Laptop gehabt. Irgendwann mal habe ich mir dann ab und zu mal Raw angeguckt. Nee, da hatte ich noch keinen Laptop. Nee, da habe ich bei unserem PC damals geguckt, also unseren Familien-PC würde ich mal sagen. Da habe ich mal ein bisschen geguckt, was ist Raw. Und dann habe ich mir auch mal ein paar Sachen von Wrestlern angeschaut, so ein paar Movesets von Wrestlern zum Beispiel. Einfach mal das Moveset vom Undertaker angeguckt, von Rey Mysterio, von vielen anderen Wrestlern. Einfach so mal angeguckt, wie gut der Wrestler. Und ich muss sagen, geil, hat mich dann noch mehr geflasht, so das Wrestling weiterhin zu verfolgen und hat dann langsam angefangen, Raw anzugucken, aber nicht komplett Raw anzuschauen, sondern nur so Teile halt, so kleine Sachen halt immer angeguckt, was ich halt so gefunden habe, was ich halt so gesehen habe. Und das hat sich dann immer so weitergespiegelt, bis dann 2009 angefangen hat, kann man sagen, wo Triple H zu Raw gewechselt ist. Kann man sagen, da hat es zu einem Zeitpunkt gegeben, also zu dem Zeitpunkt hat DSF kurzzeitig Raw ausgestrahlt, so ein bisschen Raw gezeigt und ich dachte mir so, geil, jetzt sehe ich komplett Raw, 2 Stunden, aber da wurde einfach nur teilweise 1 Stunde gezeigt, also nicht alles und da dachte ich mir so, ah, schade, habe ich auch im Nachhinein gefunden, dass SmackDown auch nicht alles gezeigt wird, dachte ich auch so, oh, schade. Habe ich mich dann letztendlich entschlossen, dann auch Raw, habe ich dann irgendwann im Internet immer gefunden, habe dann mir Raw immer im Internet angeschaut, bei YouTube kann man sagen, und habe dann da die Raw-Ausgaben immer nachgeguckt, jedes Mal, hat auch immer sehr viel Spaß gemacht, Raw zu gucken, hat mich dann auch irgendwann geflasht, hat mir auch gesagt, ah geil, Raw ist auch gar nicht so schlecht, dann habe ich Raw und SmackDown immer parallel verfolgt und ich kann sagen, seit Anfang 2009 habe ich ja angefangen, Raw aktiv zu verfolgen, also 2 Stunden lang, 2012 ja 3 Stunden, habe ich keine Raw-Show mehr verpasst. Seit 2009 habe ich keine Raw-Show mehr verpasst. Also 7 Jahre mal 52, ja, knapp über 360 Folgen,
hintereinander habe ich keine Raws mehr verpasst. Also, das heißt, ich habe keine Raws mehr angeschaut. Ich habe natürlich nicht jede Raw live angeschaut. Es gibt mal Raws, die ich ein bisschen später erst gesehen habe, aber ich habe die halt gesehen. Aber seitdem habe ich keine verpasst. Natürlich habe ich die alten auch nachgeholt. Also, ich kann sagen, bestimmt 600, 700 Raw-Folgen habe ich locker schon angeguckt. Kann man sagen. Oder so in den Dreh. Aber ist ja jetzt nicht so wichtig, kann man sagen, sondern eher so die Geschichte, wie es weiterging. Dann habe ich, wie gesagt, Raw und SmackDown parallel verfolgt. Muss aber sagen, da ich SmackDown weiterhin auf DSF geguckt habe, kann man sagen. Und dann auch die Pay-Per-Views habe ich dann irgendwann auch mal dann auch angefangen zu gucken. Nicht immer, aber ab und zu mal. Dann kamen ja auch immer Highlights und so, da habe ich mir die immer angeguckt. Aber dann habe ich mir auch irgendwann die Pay-Per-Views immer komplett angeguckt auf wo habe ich es geguckt? Oh, keine Ahnung, irgendwo habe ich es geguckt, kann man sagen. Und dann habe ich mir die Pay-Per-Views immer angeschaut, habe mich auch immer super geflasht. Und dann hat mir irgendwann auch mal Sky geholt. Und 2010 war es dann. Und da habe ich dann auch, gab es dann auch die Zeit, wo man Raw komplett gucken konnte, SmackDown komplett ausstrahlen gucken konnte. Und da habe ich mir dann da immer angeguckt. Für eine Zeit lang, also die ganzen 2-3 Jahre, kann man sagen, habe ich mir dann da angeguckt. Raw und SmackDown. Und dann auch die Pay-Per-Views. Mein erster Live-Pay-Per-View, kann man sagen, war ja auch im Jahr 2010. Also um dann weiterzugehen, kann man sagen, war WrestleMania 26. WrestleMania 26 ist meine erste Wrestling-Show, die ich live gesehen habe. Und meine erste WrestleMania, die ich live gesehen habe. Und seitdem habe ich auch keine WrestleMania verpasst. Live, also ich habe WrestleMania 27, 28, 29, 30, alles live geschaut, natürlich auch 31 und 32 werde ich auch natürlich live schauen. Also WrestleMania war so ein Muss, was ich immer live geschaut habe und danach habe ich immer Pay-Per-Views live geschaut, die ich auch gucken konnte, wenn ich Ferien hatte. Also Over the Limit 2010 habe ich geguckt, dann eine lange Zeit nichts mehr, dann wieder WrestleMania 27 und so weiter. Also halt verschiedene Pay-Per-Views habe ich immer wieder angeguckt, also nicht alle immer im Nachhinein einmal angeguckt, kann man sagen. Ja, Raw und SmackDown weiterhin verfolgt. Danach gab es 2010, wurde ja ECW abgeschafft. ECW habe ich nie wirklich angeguckt, kann man sagen. Muss ich sagen, also ich habe es nie wirklich verfolgt. Ab und zu mal was gesehen, aber nie wirklich aktiv verfolgt. Natürlich habe ich viele Sachen noch mittlerweile nachgeholt, kann man sagen. Also von der WWE ECW, von der alten ECW habe ich fast nichts gesehen, kann man sagen. Also mit RVD damals und was da alles passiert ist und so weiter und so fort. Und da habe ich die NXT, diese Talentshow, also diese Reality-Serie angeguckt, hat mich irgendwie geflasht nicht, aber mich hat es unterhalten irgendwie. Ich habe es mir dann alles angeguckt, also alle Staffeln habe ich gesehen, also die ersten vier habe ich auf jeden Fall komplett geguckt. Die Redemption-Ausgabe habe ich die ersten Wochen geguckt, habe aber danach auch das komplette Interesse verloren. Und letztendlich wurde es ja zum neuen NXT, wozu ich auch gleich kommen werde. Also die Geschichte erzähle ich gleich, ich will ein bisschen im Jahresstrahl ein bisschen weitergehen, kann man sagen. Und ja, dann habe ich weiterhin Raw, SmackDown, NXT geguckt. Dann habe ich auch Main Event und Superstars für eine Zeit lang verfolgt. Also seitdem es die gibt, habe ich die dann immer wieder verfolgt. Also Superstars habe ich lange geguckt. Bis 2012 habe ich es geguckt. Dann hatte ich keinen Bock mehr gehabt, weil es mir irgendwie so langweilig wurde und so irrelevant. Hatte ich keinen Bock gehabt. Als Main Event kam, glaube ich war 2013, 2014 so um den Dreh. Ich glaube 2013 war es. Habe ich mir auch die ersten Wochen angeguckt. Habe auch da komplett das Interesse verloren, kann man sagen. Und Raw und SmackDown habe ich ja weiterhin verfolgt. Und SmackDown, kann man sagen, habe ich immer jede Woche geguckt. Bis 2013, ich glaube Anfang 2013, habe ich das Interesse dort verloren, weil ich die Storys einfach so bescheuert fand. Ich fand sie nicht mehr gut. Und dann gab es ja den Roster-Split nicht mehr. Und also den Roster-Split wurde ja aufgehoben, kann man sagen. Was ich gut finde, weil einfach die Star-Power nicht genug war. Und auch SmackDown im Abwärts drin war. Also mir hat dann SmackDown 2011 überhaupt nicht mehr gefallen. Und 2012 durch den Roster hat mir SmackDown wieder ein bisschen gecatcht, aber man hat SmackDown einfach so irrelevant gebookt, dass mich das einfach nicht mehr interessiert hat. Kann man sagen, im Jahr 2013 habe ich dann angefangen, nicht mehr SmackDown zu schauen. Und Raw habe ich dann weiterhin verfolgt. Und ich kann sagen, Raw habe ich bis heute weiterhin verfolgt. NXT habe ich dann, als Redemption kam, aufgehört irgendwann. Und dann habe ich weiterhin eigentlich nur Raw geguckt. Raw und Pay-Per-Views. Das war das Einzige, was ich geguckt habe, sonst eigentlich gar nichts, kann man sagen. Ich werde auch gleich erzählen, wie ich vom Markt zum anderen, also zum, wie ich das Wrestling halt anders betrachte, wo ich halt die Hintergrundgeschichten und so weiter hinterfragt habe. Werde ich gleich zu kommen, ich will einfach nur die Geschichte weiterhin erzählen, wie ich zu den ganzen Sachen kam, von der WWE her gesehen.
Und dann ging es eigentlich weiter. Raw habe ich weiterhin verfolgt. Dann habe ich aber ein bisschen mehr von NXT gehört, dass NXT neu gemacht wurde, also neu revolutioniert wurde. Und dann kam ja die Ankündigung vom WWE Network, wo ich mir dachte, geil, WWE Network, alte Pay-Per-Views gucken, vielleicht auch Raw gucken und so weiter und so fort. Ist natürlich nicht der Fall gewesen. Aber es gab die Live-Show von NXT und ich hatte das Network kurzzeitig mal gehabt. Habe natürlich auch bezahlt alles für die ersten Monate. Da habe ich NXT Arrival gesehen und ich war unglaublich geflasht von dieser Show. Also ich fand die übelst geil. Und hab sie mir auch dann angeguckt und fand's geil und hab's mir noch ein paar Mal angeschaut. Gerade das erste Match, Cesaro gegen Sami Zayn, 5-Star. Einfach ein Genuss, dieses Match zu sehen, kann man sagen. Das ist eines der besten Openers aller Zeiten, die ich je gesehen habe. Dann habe ich so das Interesse an NXT gefunden, hab aber nicht die Weeklies angeschaut, also mich hat's da nicht so krass interessiert. Als wieder Takeover kam, also das erste Takeover habe ich wieder angeguckt, habe ich auch geil, das ist super. Und dann habe ich mich interessiert und dann habe ich gedacht, okay, komm, guck sie die Weeklies auch mal an. Und dann habe ich angefangen, nach Takeover die ganzen Weeklies zu gucken. Also habe ich dann jede Woche dann NXT immer angeguckt und so weiter und so fort. Und habe seitdem eigentlich angefangen, NXT zu schauen. Was davor passiert ist, kann ich nicht so genau erzählen. Ich weiß, dass Seth Rollins der erste NXT-Champion war, dass Paige die erste NXT-Women's-Championess war, dass Cesaro und Sami Zayn ein 2-out-of-3-Falls-Match hatten und noch ein paar andere kleine Sachen. Aber größtenteils kann ich zu den ganzen Sachen nicht so viel sagen. Aber danach, auf jeden Fall, habe ich dann NXT weiterhin verfolgt. Gucke es bis heute. Also Raw und NXT ist so eine Sache, mit der habe ich angefangen und habe eigentlich auch nie eine Pause gemacht, habe nie damit aufgehört, einmal durchgehend geguckt, jede Woche. Genau, das kann man so sagen. Pay-Per-Views auch immer geguckt. Seit 2010 habe ich jeden Pay-Per-View geguckt, kann man sagen. Und ja, ist auch präsent geblieben, kann man sagen. Natürlich habe ich auch dann auch ältere Sachen nachgeholt, aber dazu kommen wir auch ganz gleich. Dann die Frage, ob ich auch andere Ligen geguckt habe, weil viele mich auch fragen, was hatte ich von New Japan, was hatte ich von Lucha Underground, was hatte ich von ROH. Ich habe mir natürlich die ganzen Sachen mal angeguckt, aber ich muss sagen, mich interessieren die ganzen Sachen nicht so krass. Also New Japan, der Stil sagt mir nicht so. Ich gucke mir natürlich gerne mal ein geiles Match an, wie zum Beispiel AJ Styles gegen Nakamura. Das war ein geiles Match. Oder Okada gegen Tanahashi war ein super Match. Das kann man sich mal so gehen, aber so dauerhaft zu verfolgen ist nichts für mich, muss ich sagen, weil der Stil mir nicht so ganz sagt von New Japan. Aber New Japan ist natürlich eine super Liga, ganz klar. Also sie sind halt gut, aber es ist halt nicht nur, nicht mein Stil. Genauso wie Lucha Underground, mir sagt der Stil auch nicht so ganz zu. Das ist natürlich auch eine super Liga, kann man ganz klar sagen. Aber mir sagt da auch der Stil nicht so ganz zu. Ich habe mir ein Match angeguckt wie Puma gegen Mundo, was stark war. Und natürlich auch ein paar kleine Sachen, um zu gucken, okay, interessiert mich die Liga, gucke ich die mal gerne. Aber wie gesagt, mich hat es nicht so ganz gecatcht. Genau, dazu ROH, muss ich auch sagen, hat mich auch irgendwie nicht ganz gecatcht. Obwohl ROH, finde ich, so ähnlich ist wie die WWE, aber irgendwie hat es mich da auch nicht gecatcht. Was ich intensiv geguckt habe, war zum Beispiel Generico gegen Steen. Die Fehde zwischen den beiden, die habe ich mir angeguckt. Und ein paar Sachen vielleicht von Daniel Bryan, von Kenta, von CM Punk. Habe ich mir auch schon mal angeguckt, aber ich habe es nie wirklich aktiv verfolgt, kann man sagen. Und so anderen Ligen, ja, man hat mal was gesehen von PWG, von Chikara, hat man vielleicht mal ein paar Sachen gesehen, aber intensiv verfolgt habe ich jetzt nicht. Also so Indie-Wrestling ist jetzt nicht so krass für mich, obwohl ich sagen muss, New Japan zähle ich nicht als Indie-Liga, ganz klar. Genau, so dazu, was ich zum Indie-Wrestling halte, so kurz zusammengefasst in dem Sinne. Ich rede jetzt schon relativ lange über das Thema, aber ich finde es mal interessant, einfach mal darüber zu reden. Und so ist eigentlich quasi meine Wrestling-Geschichte, wie ich zum Wrestling kam, wie die Anfänge waren, was ich so alles geguckt habe. Also man kann sagen, ich habe wirklich fast alles von der WWE geguckt. Also ich habe Main Event geguckt, ich habe Superstars geguckt, ich habe sogar Saturday Morning selber geguckt für eine Zeit lang, aber wie gesagt, das ist nicht lange geblieben. SmackDown, muss ich sagen, gucke ich auch nur noch die YouTube-Videos, also die WWE veröffentlicht, gucke ich mir auch. Und wenn ich sehe, ist irgendwas Geiles dabei, dann gucke ich mir auch gerne mal ein bisschen komplett an. Also wenn ich sehe, okay, das Match in den 4 Minuten unterhält mich komplett, gucke ich mir auch gerne mal komplett an, wie zum Beispiel Styles gegen Jericho. Das habe ich mir zum Beispiel komplett angeguckt. Und solche Sachen halt SmackDown, weil SmackDown für mich nicht so krass relevant ist. Mittlerweile macht es relevant, aber man muss sehen, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Vielleicht wird es wieder eine Phase kommen, wo ich SmackDown wieder ganz aktiv verfolge, aber momentan nicht so ganz. Momentan nur Raw, NXT und Pay-Per-Views. Genau, das ist so die Wrestling-Geschichte von mir. Dann natürlich, wie ich langsam zum, ja, vom Mark herausging. Also ich muss sagen, ich bin ja 2007 so angefangen mit Wrestling konfrontiert worden. 2008 bin ich Wrestling-Fan geworden, WWE-Fan geworden. Und es hat 4 Jahre gedauert, bis ich letztendlich aus dem Marksein herauskam. 2012 hat es angefangen.
so Anfang 2012 hat es so angefangen, wo ich vom Mark her zum, ja, Smart Mark würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber eher so, wo ich in die andere Schiene ging quasi, wo ich halt mehr hinterfragt habe, wo ich einfach ein smarter Guy wurde. Sagen wir es mal einfach mal so, ein smarter Guy. Wo ich auch Sachen hinterfragt habe, wo ich mir auch sagte, ja, das ist noch realistisch oder das Gimmick und so weiter, habe Sachen hinterfragt und so weiter und so fort. Und ja, seit 2012 bin ich das quasi geworden, immer mehr und mehr, also nicht direkt von jetzt auf gleich, sondern immer mehr nach und nach und so. Kann man sagen, Ende 2012 bin ich es komplett geworden, kann man sagen. Und seitdem lese ich auch mal News, seitdem hinterfrage ich Sachen und sage auch, oh, das ist nicht gut und so weiter und fort. Also ich bewerte jetzt mittlerweile das Wrestling oder die Shows anders, als ich jetzt zum Beispiel 2010, 2011 gemacht habe. Kann man so sagen. Und man kann auch sagen, die alte Wrestling-Zeit habe ich auch krass nachgeholt. Ich kann auch sagen, wie ich es nachgeholt habe. Und zwar, mich hatte der Undertaker sofort gecatcht. Ich verbinde mit diesem Wrestler sehr, sehr viel, weil er mich zum Wrestling gebracht hat. Er mich super kennt. Ich bin ein Riesenfan von ihm, gerade von dem Charakter her und alles. Das wisst ihr alle schon. Und ich habe einfach seine komplette Karriere angeguckt. Also von 1990 bis 2009, zu dem Zeitpunkt natürlich, habe ich mir alles komplett mal angeschaut. Seine ganze Karriere habe ich mir einfach angeguckt. Und dadurch kamen auch andere Sachen, wie zum Beispiel, habe ich mir dann auch angeguckt, was ein Shawn Michaels damals gemacht hat, ein Steve Austin und so etwas. Also hat es so resultiert, dass ich halt die ganzen Sachen immer nach und nach geguckt habe. So mit dem Dreh, dass ich dann auch quasi dann auch die früheren Sachen weiß, mit Hogan, dann halt mit Bret Hart, Shawn Michaels, Taker, Rock, Austin, Cena, Lesnar und so weiter und so fort. Also die ganzen Geschichten, die ich als damals gerade immer wieder nach und nach in den Jahren her immer wieder nachgeholt, nachgeschaut und so weiter und so fort. Einfach verstanden, ah, da ist der Ursprung, das und das ist passiert. Also immer mehr nachgeforscht, immer mehr Sachen angeguckt und alles. War eigentlich ganz cool, kann man sagen, dass ich so das Wrestling-Wissen erweitert habe. Natürlich auch ein großer Teil, was mein Wrestling-Wissen erweitert hat, war natürlich die Videospiele. Kaum zu glauben, aber zum Beispiel sowas wie 30 Years of WrestleMania, wo man Sachen sieht, ah, das wusste ich nicht, aber das ist geil und das guckt man sich nochmal an. Oder die Elite-Ära bei WWE 13, wo ich quasi mein Wissen von der Elite-Ära damit komplettiert habe. Oder die Karriere von Steve Austin, wo ich zum Beispiel nicht wusste, dass Austin und Undertaker zum Beispiel ein Buried Alive-Match hatte. Auch interessant. Also solche Sachen, das haben mir auch dazu geholfen, dass ich auch meine Fachkenntnisse quasi von Wrestling quasi verbessern konnte, mehr aufbereiten konnte. Und das hat alles auch natürlich dazu beigetragen. Genau, das ist so quasi zu dem Punkt, wie ich halt langsam zum Mark wurde, also aus dem Mark rausging und wie ich halt das Wrestling nach und nach nachgeholt hat. Dann habe ich mir auch mal Raws angeguckt, die SmackDown-Ausgaben, alles mal nachgeholt. Aber ich kann sagen, ich habe nicht alle Raw-Shows geguckt, die es gab. Ich habe nicht alle SmackDown-Shows geguckt, die es gab. Ganz klar, natürlich gibt es bestimmt 400, 500 Folgen, die ich von Raw nicht gesehen habe. Und 200, 300 Folgen, die ich von SmackDown auch nicht gesehen habe. Locker. Von daher, ja, komplett Wrestling-Wissen habe ich nicht. Aber ich denke mal so, genügend Wissen habe ich ja. Und vom aktuellen WWE-Geschehen habe ich genug Wissen, kann man so viel sagen. Genau, das ist quasi das Video dazu, einfach mal ganz interessant darüber mal zu sprechen. Schreibt natürlich eure Meinung gerne in die Kommentare, wie eure Geschichte ist. Könnt ihr natürlich sehr, sehr ausführlich machen. Ich lese mir gerne durch in Kommentarform oder in Videoform, wie auch immer ihr gerne es möchtet. Und ja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das Wrestling lieben gelernt habe, weil Wrestling eine Sache ist, auf die ich nicht verzichten kann. Ich liebe Wrestling. Ich gucke mir es so gerne an. Natürlich sagen mir Leute, Fake und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, das Thema können wir auch noch ganz kurz ansprechen. Ich habe natürlich am Anfang auch gedacht, WWE ist in echt. Und dann hat mir einer mal gesagt, ich glaube, das war mein Kumpel von mir, hat mir gesagt, WWE ist nur Show. Also, nee, der hat gesagt, es ist Fake. Und so, okay. Habe ich mir angeguckt und dachte mir, ach, stimmt, die machen jetzt nicht so richtige Sachen, aber Fake habe ich nie gesagt. Also ich habe nie gesagt, dass es Fake ist und man muss sagen, Wrestling ist nicht Fake. Was passiert, ist real, nur es ist halt ein Skript und Wrestling ist geskriptet und nicht gefaked. So, das ist ein Unterschied. Wollte ich nochmal sagen und stopp. Trotzdem das Interesse nicht verloren, weil mich trotzdem es unterhalten hat. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht, es zu schauen und deshalb hat mich das auch nicht groß gejuckt oder für mich war es jetzt auch kein Weltuntergang für mich, als ich gehört habe, Wrestling, also, dass es nicht echt ist, quasi. Von daher, das kann man noch ganz kurz erwähnen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, es hat
alles zum Positiven ausgewirkt, dass dieser Name präsent geblieben ist. Ich war damals 11, ich weiß immer noch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Mit meinen 19 Jahren weiß ich immer noch nicht. Vielleicht, wenn ich ein Rentner bin mit 125.000 Jahren, weiß ich vielleicht mal, wie es passiert ist, wenn ich mal in die Zeit zurückgehen kann und dann weiß, ah, so ist mir der Name präsent geblieben. Ich kann dazu leider nicht viel sagen, aber es ist super, weil, wie gesagt, der Undertaker verbindet halt, oder mit dem verbinde ich halt sehr, sehr viel, kann man sagen. Gerade halt, weil ich das Wrestling lieben gelernt habe, weil ich das Wrestling kennengelernt habe, da ich diesen Kanal auch führen kann, dass ich jetzt mit euch reden kann, dass ich YouTube-Videos machen kann, dass ich meine Karriere machen kann, dass ich Exhibition, Wrestler-Profil, dass ich bei einem Podcast mitmachen kann, bei allabout.de. Das hat alles dazu geführt, dass ich halt diesen Namen präsent hatte. Überlegt, wenn mir dieser Name nicht präsent geblieben wäre, was wäre dann passiert? Was wäre passiert? Das ist so die Frage, was wäre passiert eigentlich? Und ich muss sagen, ich will das auch gar nicht wissen, weil ich es nicht bereue. Ich bereue es nicht, was ich gemacht habe oder dass es passiert ist. Ich bin froh drüber und was letztendlich alles ausgewirkt hat, bin ich einfach nur dankbar. Ich liebe das Wrestling, ich liebe die WWE, natürlich kotzt sie mich momentan ein bisschen an, aber natürlich trotzdem liebt man die WWE oder trotzdem ist das so ein Produkt, worauf ich einfach nicht verzichten kann, weil ich einfach so verbunden bin mit der WWE, gerade auch, weil sie mich zum Wrestling gebracht hat und ja, und so weiter. Ich denke mal, man versteht es auch irgendwo, was ich so sagen will. Natürlich kann man sagen, okay, man kann damit aufhören, aber mir würde es fehlen. Mir würde es fehlen, wenn ich Raw schaue, weil es für mich Standard ist, dass ich nach der Schule direkt Raw gucke oder nach der Schule NXT gucke. Ist für mich mittlerweile so ein Standard geworden. Mir würde es einfach fehlen, wenn ich es nicht machen würde. Und so weiter und so fort. Deshalb ist es schon etwas schwierig. Aber wie gesagt, es ist ein anderes Thema, würde ich mal sagen. Und ja, das wollte ich mal ganz kurz hier einfach mal erzählen. Natürlich ein sehr, sehr langes Video, aber ich finde es mal gut, darüber einfach mal zu sprechen, wie ich schon tausendmal erwähnt habe. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass der Undertaker mich halt zu dem gebracht hat hier. Deshalb ist er auch mein Favorite of all time. Wahrscheinlich wird er nie abgelöst werden, weil dieser Punkt auch noch entscheidend ist halt dafür, was halt letztendlich alles passiert ist. Und natürlich auch, weil ich sein Gimmick liebe, weil ich den Charakter liebe, weil ich alles an ihm super finde. Er einfach mich so catcht wie kein anderer. Kann man sagen, und der wird auch immer mein Favorite of all time bleiben. Lass mich auch noch mal sagen, warum. Ich habe ja oft gesagt, der Undertaker verbindet mich einfach, gerade auch in Bezug meines Kanals und auch Bezug zum Wrestling. Und deshalb, vielleicht versteht ihr jetzt langsam mehr, warum mich der Undertaker so verbindet, warum ich auch mir auch diesen Tag auch rausgesucht habe, so zum Ehren von ihm, gerade auch, wie gesagt, nochmal Happy Birthday an ihn, am 51. Geburtstag. Einfach mal so, warum ich diesen Tag, den 24.03. ausgesucht habe. Genau, da würde ich sagen, wenn ich dieses Video mal, ist sehr, sehr lang geworden, aber wie gesagt, ich wollte einfach mal meine Geschichte dazu erzählen. Schreibt natürlich eure Meinung gerne in die Kommentare, wie ist eure Wrestling-Geschichte, was denkt ihr darüber? Wie ist eure Geschichte? Schreibt es gerne rein. Macht ein Video darüber, wie ihr es wollt. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.